Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Heute mit Martin und Martin. Montag starten wir gleich mal mit einer für Österreich, finde ich, sehr traurigen Nachricht. Was ist passiert? Also generell traurig. Schlagzeile: Heide Mama lebt von 840 Euro. Ist nicht viel. Nein. Aber, man zur Klärung einmal, es geht um Alfons Heiders Mama. Ah, nicht die vom Jörg? Nein. Der hat ja Kärnten versenkt, dass da nichts mehr überbleibt, ist eh klar. Das war keine Nachricht. Nein. Aber, die Heider Mama, also Pensionistin, die 63 Jahre lang gearbeitet hat, und es gehört natürlich schon, es ist eine Sauerei, wenn so jemand dann einfach nicht genug zum Leben hat, nachdem man viel gearbeitet hat. Hast du dir das überlegt? 63, ja? Das ist verdammt lang. Ja. Das schaffen wir zwar kombiniert nicht. Ja. Aber das ist eine Geschichte. Und dann gibt es jetzt den Unterübertitel. Unterübertitel. Den Untertitel dieser Schlagzeile. Trotzdem klagt sie nicht. So, wenn sie jetzt nicht klagt, warum zur Hölle steht es dann in der Zeitung? Ja, ich weiß nicht. Weißt du? Ich habe mir so auch gefragt, gell? Ja. Sie auf der Titelseite, bis ich dann einen Artikel gelesen habe. Es geht gar nicht darum, dass die Heider Mama keine Kohle mehr hat. Es geht darum, dass der Fonsi, ihr Sohnemann, nicht mehr so dick im Business ist. Okay. Und das ärgert mich ein wenig. Und deswegen ist jetzt die Mama mit ihr in der Zeitung. Man hat es nicht leicht. Man hat es nicht leicht. Selbst als Promi jetzt, gell? Ja. Was haben wir denn noch gehabt? Ah! Die Türkisen wieder mal. Du meinst die neue ÖVP? Ja, genau. Schön. Und die junge. Und die junge neue ÖVP. Oh ja. Also die Regierung. Die Regierung ist ja also super. Wie willst du das jetzt schon wissen? Ja, das sieht man ja. Wie einhellig. Das fordert er, der Strache und der Kurze, der BFF Forever und so. Mhm. Die Sache ist, vielleicht sollten sie das einmal in den Jugendorganisationen auch kommunizieren. Was genau? Ich meine, einerseits die Moslem-Mama. Naja, das ist tief. Ja, das ist tief. Das ist Wahlkampf Niederösterreich, wo die junge FPÖ der ÖVP und das Peinpinkeln wir natürlich. Kräftig, kräftig. Und andererseits stellen sich in der ÖVP die Frage, ob der Kurz schon so alt ist. Für die junge ÖVP. Ich glaube, ich muss nicht alles verstehen. Das ist so geil, Mann. Aber man bedenkt, dass die Niederösterreich-Jugend-ÖVP-Chefin die Miki Leitner ist mit 50 plus? Ja, genau, sagen wir es einmal so. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich glaube wirklich, du hast jetzt mal recht gehabt. Der Kurz wird mal Chef der Pensionisten. Also mich interessieren ja so adlige Meldungen überhaupt nicht und Hochzeiten schon überhaupt nicht. Ja, aber scheinbar die Welt schon. Schaut so aus. Es ist nämlich jetzt, es gibt ja, die heute schreibt, Prinz Harry heiratet Meghan, die Geschichte ihrer Liebe in unserer Zeitung. Und das sage ich nur, wenn die Geschichte einer Liebe in einem Artikel in der Heute Platz hat, kann die Geschichte nicht so lang und intensiv sein. Nein, jetzt geh nicht auf die Heute los. Das ist eine Qualitätszeitung, die täglich erscheint. Weißt du, was man da für Serie machen könnte? Okay, das stimmt. Aber sie haben uns keinen Hinweis darauf gegeben, dass das eine Serienliebesgeschichte ist. Ja, und sie kann auch enden. Das ist eine andere Geschichte. Das ist nämlich echt gefährlich, ja. Wenn du als Adeliger eine Hollywood-Schönheit hattest. Bei Hollywood sind die Ehen eher tendenziell, dass sie geschieden werden. Ja. Geht das bei Adeligen nicht? Ich glaube eher, das ist ja so, bis dass der Tod uns scheidet, oder? Und wie endet das dann? Im Tunnel? Ah, der war tief. In früheren Jahrhunderten hat ja wenigstens der Heinrich seine Ehefrau und so geköpft. Das war weniger schick. Ja. Stimmt, deswegen gibt es eine neue Religion. Gut, was haben wir noch gehabt? Ja, du weißt eh, du hast verschissen. Entschuldige, wenn ich das so direkt sage. Mhm.
Ihr könnt sich ja erinnern, Christkind, Weihnachtsmann. Ja, aber wie? 100 Rentiere in Norwegen vom Zug überfahren. Und du glaubst, das hält den Weihnachtsmann ab, oder was? Ja, natürlich, keine Chance, den ganzen Schlitten. Ja, so ein Blödsinn! Er ist in Wien schon fotografiert worden, wie er die Vespas ausprobiert. Nein, nicht erst. Der Mann hat Alternativen im Köcher, sag ich mal. Du meinst, wir kriegen vom Christkind oder Weihnachtsmann, also Christkind? Weihnachtsmann? Ja, trotzdem so ganz wichtige Weihnachtsgeschenke wie, habt ihr das gegessen mit dem Handy? Fidget Spinner war gestern. Ja, jetzt gibt's Handys mit Steinkugeln, wo man drüber wischen kann. First World Problems, sag ich da. Eindeutig, eindeutig. Aber nicht nur die Allgemeinheit hat First World Problems. Es gibt da Individuen. Zum Beispiel der Trump. Der arme Kerl. Er meint. Und kaum juckt's. Mittwochs haben wir wieder einen Artikel, der mehr oder weniger mit den Regierungsverhandlungen zu tun hat. Die Regierung möchte, dass die Schüler künftig auch die Lehrer benoten können. Ja, das geht ja gar nicht. Ich meine, da sind die Bauernkriege der Dreck dagegen. Es wird spannend, sagen wir mal so. Da wären wir gleich dabei bei der Zuschauerfrage. Und zwar, gibt es Lehrer, die bei euch schlecht abgeschnitten hätten? Also bei schlecht, es gibt ja keine verbalen Minuten mehr, also praktisch quasi, welche eurer Lehrer hätten sich eine 5 verdient. Und kleiner Hinweis, solltet ihr noch aktive Schüler sein, kommentiert hier nicht. Macht es dich nur, wenn du aus der Schule draußen seid. Wichtig. Wichtiger Hinweis, ja? Wichtig. Wir wollen euch ja da nicht das Leben versauen. Ja, und apropos Leben versauen. Was? Du meinst, richtig, wir haben gerade eine neue Regierung, ja, die gerade im Bilden ist. Was passiert mit den Alten? Richtig, ich weiß nicht. Gehen. Ja, die haben es schwer. Die haben es schwer. Die müssen am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen. Es ist nur unterschiedlich schwer. Okay. Es kommt daran, wo du herkommst. Ja. In dem Fall ist es wichtig, kommst du von der SPÖ zum Beispiel, so wie der Minister Klug, dann kriegst du einen geschmeidigen Prokuristenposten bei einem staatsnahen Betrieb, der wahrscheinlich medioker stressig wird, aber Premium bezahlt ist. Ich gehe davon aus. Genau. Es ist aber kein Versorgungsposten. Muss ja ganz klar festgelegt werden, oder? Bist du doch bei den Grünen? Schaut die Geschichte schon ein wenig anders aus. Du meinst den ehemaligen Bezirksvorsteher aus Neubau? Genau. Der muss jetzt, das war ja Trafikant, das ist, ja. Der kann nicht zurück in den Job. Ja. Und so generell gesehen, er nimmt es ja so laissez-faire-mäßig. Gell? Ich gehe mal so ein wenig entspannen und dann schaue ich mal, wer mit dem als Consultant braucht. Ja, und wenn das nichts wird, kann er noch immer auf die Uni studieren gehen. Der Donnerstag startet gleich wieder mit einer Geschichte, die mir sehr persönlich wichtig ist, wenn ich mich darüber freue. Der Erwin, der ehemalige Kaiser von Niederösterreich, Erwin Bröll. Es geht dir gut, so wie es liest, scheinbar doch. Er ist ja eigentlich im Pensionsalter, gell? Ja, eben. Und kommt sich so einen Lenz machen. Warum kommt er in die Zeitung? Weil er wieder einen Gig gefunden hat. Nein. Er hat was gefunden zum Tun. Er ist jetzt großer Consultant für Bulgarien. Nicht für Raiffeisen? Nein. Bulgarien? Mhm. Okay. Ja. Er wird Bulgarien Führerwissen. So wie, wo fängt der Balkan an? In Österreich. In Niederösterreich. In Niederösterreich. Also, 2-2-2, lieber Erwin. Hau rein. Gut, aber dann haben wir noch ein wenig schockierendere Geschichte. Ich finde es schockierend. Weil eine Amerikanisierung schreitet voran in Österreich, die wirklich, wirklich wild ist. Die Bilder macht einen auf Drive-In. Das kann nicht funktionieren. So wie der Mackie. Nein, das kann nicht funktionieren. Das ist sowas von 70er, das wird nichts. Ah, da würde ich nicht sagen. Es ist einfach gemütlich, gell? Du bestellst deinen Scheiß online, hast ein Auto und der Verkäufer rammt was in den Kofferraum und du fährst dran.
Was ich das Problem sehe, ist, wir bewegen uns eh schon so wenig. Ja. Alle wollen Stuhlsport und alles. Und dann nehmen sie uns den Spaziergang beim Einkaufen auch noch weg. Und was ist das nächste? Plachutter Drive-In? Ein Heuriger! Dann werden wir schon am Freitag angelangt. Mhm. Ich schau mal aus, Martin. Hast du das gestern gelesen? Von dem und warte mal. Du hast die Zeitung? Natürlich! Hast du daran gezweifelt? Nicht eine Millisekunde. Das war jetzt ehrlich, oder? Nicht eine Millisekunde. Gut. Übrigens, Ehrlichkeit. Ja? Hast du das gelesen von dem Unternehmen, wo der Chef seine Anzeige gemacht hat und so richtig knallhart reingeschrieben, wie es beinahe ist? Ich musste das ja teilweise vorlesen. Ja, mach. Ja. Mieser Verdienst, kein Team, schlecht gelaunter Chef. Ja, ehrlich, wer am längsten hast du immer, oder? Ich weiß nicht. Ob sich da wer beworben hat. Du, soweit ich das da gelesen habe, glaube ich viel, oder? 20 klein sogar. 50 sogar, stimmt. 80, naja dann. Naja. Zumindest scheint es humorig zu sein, dort zu haben. Ob da irgendwer auch den Job gekriegt hat? Ob wer den Job länger will, ist die Frage da. Gut, was haben wir noch? Ein ganz tolles Beispiel. Geil. Super recherchiert. Eine Umweltkomponente dabei. Und wir sind eigentlich in Wirtschaftszeiten. Absolut. Wenn es an Wirtschaftszeiten heute gab. Gibt's doch, oder? Es gibt Wirtschaftsnachrichten. Ja, aber nicht die Anzeigen, das ist die andere. Wurscht. Anyway. Ich hab's so sicher geil gelesen. Also, was macht man, wenn man sehr viel warme Abluft hat? Ich sag City Farming. Ja, erklär mal das. Man baut Gemüse und Sachen in der Stadt an, zum Beispiel am Dach oder so, wo man halt Platz hat und so. Ja, aber der Platz kostet ja. Also wo machst du das am besten? Naja, wo du den Platz hast. Genau. Also da in dem Beispiel haben sie es im Keller gemacht, der Hausmeister. Ja, wieso nicht? Ja, ja, also weißt du, und was haben die angebaut? Hast du das gelesen? Gemüse? Na, nicht ganz. Was denn? Nicht ganz, nicht ganz. Marihuana? Na. Ist eigentlich ein geniales Konzept. Du brauchst viel Wärme, ein gutes Licht und einen Raum, ja, wo es nicht stört sozusagen. Richtig. Und der hat da in der Schule, also in einem Gymnasium oder Drogenanbau in Köln. Genau, und du hast die... Brillant. Du hast eigentlich deine Produktionsstätte und Verkaufs mit den Lehrern und der Gymnasiumschüler 15, 16. Ich meine, sagen wir ehrlich, Rock'n'Roll. Das ist die Zukunft der Schulfinanzierung. Das ist super, ja voll. Das sollte man eigentlich so anbauen. Ja, wie geil. Ihr seht's, Freitag ist auch immer recht lustig in der Heute. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch, dass ihr in dieser stressigen Adventszeit auch euch die Muse nehmt und uns einschätzt. Genießt diesen zweiten Adventssonntag. Nein, erster? Erster. Erster Adventssonntag. Setz sie wie meiner Zeit wieder voraus. Morgen ist der 3. Dezember, also 1. Adventssonntag. Genau, also wir wünschen einen schönen 1. Adventssonntag. Genießt ihn und... Scheiß, heute ist schon der 3. Ich muss die Kerzen anzünden. Stimmt. Hast du das wieder keiner gesagt? Nein.